Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu Potato Man Seeks the Truth. Ja, das Ganze ist ein kleines Indie-Game. Und es ist doch relativ merkwürdig. Das Ganze kostet, soweit ich weiß, einzeln 3 Dollar. Es gibt aber allerdings noch ein bestimmtes Pack, wo das ganze Spiel mit anderen Spielen für 10 Dollar zusammen angeboten wird. Und ich weiß selber noch nicht so ganz, worum es geht. Ich gucke hier gerade jetzt nochmal, wie die Steuerung denn so ist. Ach ja, man stirbt relativ schnell. Also ziemlich bei allem, was man berührt. Das Ganze ist schon: The truth echoes loud and clear in the silence of the desert. What? Ja. Also das Ganze ist quasi mehr so ein Erinnere dich daran, was passiert, Spiel, weil sonst stirbst du. Okay. Das war doof von mir jetzt. Kommt auch vor. Kommt sogar ziemlich oft vor. Also wir suchen nach der Wahrheit. Also One-Hit-Kill, wie ihr seht. The truth hurts. Turn back before it's too late. Ich wollte gerade sagen, ich traue dir nicht. Ich vertraue euch allen nicht mehr. Hat der Kaktus mich gerade angegrinst? Okay, das war eine Fata Morgana. If you still seek the truth, it can be found in the darkness of the forest. Ich vertraue dir nicht. Ich springe über dich drüber. Ich vertraue dir nicht. Okay. Bird Brains care not for the truth. Wow. Was stand da noch? Ich habe keine Ahnung. Ich konnte es nicht lesen, weil ich wurde mit Eiern bombardiert. Okay. Who seeks it? Who seeks it? The truth? Hey, you must be nuts. Nuts. Ich schlag mich gerade. Nuts! Ich schlag mich gerade erstaunlich gut. What? Okay, hier gibt es allerdings auch so eine Art Checkpoint, wie es aussieht. Goddammit, hier steht man ja sofort, ey. Ja. Bei jeder kleinsten Berührung stirbt man hier. So, komme ich da irgendwie durch? Nein. Ist ja nicht so einfach. Also wenn ich draufspringe, ist alles gut. Nicht wenn ich... Boah. Ja, ich hab's doch verstanden. Ja, ich suche trotzdem nach der Wahrheit. Alter. Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Okay, je höher die springen, desto eher schlüpfen die. So, das muss ich jetzt nur noch überleben, dann ist alles gut. Okay, danke schön. Ich vertraue euch nicht so ganz. Und jetzt hier drunter her. Okay. Truth is bananas. What? Okay, ich trau dir gar nicht. What are you seeking? What are you seeking can be found in the crowds of the city.
Okay. Too busy for truth, out of my way. Okay, das ist jetzt schwierig zu sich zu merken, wer man selber ist. What? Ja, das ist Potato Man zu Too Busy for Truth. Das ist Potato Man Seeks the Truth. Ein sehr eigenes Spiel, das denke ich mal auch nicht sonderlich lang ist. Und ich möchte euch für den Fall, dass ihr das noch selber spielen wollt, nicht komplett zeigen. I've heard about the truth. Was? Nein, nein, nicht. What? Wie soll ich denn? Alter! Could you get me elected major? Das war nicht so einfach. Gut, das ist wieder ein relativ kurzes Video. Aber wie gesagt, ich möchte euch einfach nicht alles zeigen für den Fall, dass ihr dieses Spiel auch noch selber spielen wollt. Und weil ich jetzt eh zu doof war und dieses Level nochmal von vorne beginnen müsste. Denn jedes einzelne Level muss man dann nochmal von vorne beginnen. Beziehungsweise ich könnte jetzt hier wieder zum Anfang und hier wieder zur Stadt zurück. Und ja, so funktioniert quasi das Continuous-System. Jetzt sitze ich dann auch noch hin, wenn ich dann nichts mache. Sehr interessant. Ja, ich werde euch unten in der Videobeschreibung einen Link hinpacken zum Spiel an sich, beziehungsweise zu dem Bundle. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tut mir leid, dass es diesmal ein etwas kürzeres Video geworden ist, aber hin und wieder muss das, denke ich, auch mal sein. Viele mögen ja auch gerne die kürzeren Videos. Habe ich zumindest mal so gehört. Weil die sich halt auch relativ gut zwischendurch anschauen lassen. Aber das muss jeder für sich wissen. Bei mir wird es eine schöne Mischung geben, denke ich mal, jetzt mit der Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö.